Wir haben einen Kniff gefunden, wie die Betroffenen, die ihren VW finanziert haben, diesen Wagen wieder zurückgeben können. Hallo, mein Name ist Markus Mingers von der Kanzlei Mingers & Kreuzer. Viele, die einen VW fahren, haben diesen ja bei der VW-Bank zumeist finanziert. Häufig sind hier die Widerrufsbelehrungen falsch, die die VW-Bank verwandt hat. Nach unserer Einschätzung sind das ca. 70% aller Widerrufsbelehrungen. Wenn die Widerrufsbelehrung falsch war, kann der Finanzierungsvertrag widerrufen werden. Dieser ist wiederum ein verbundenes Geschäft mit dem Kaufvertrag über das Fahrzeug. Das heißt, der Fehler in der Widerrufsbelehrung schlägt durch auch auf den Fahrzeugkauf, sodass hiermit der gesamte Vertrag oder das gesamte Vertragskonstrukt mit VW rückabgewickelt werden kann. Sie kommen also so dazu, Ihren VW relativ elegant wieder zurückzugeben. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann freuen wir uns über einen Daumen nach oben. Schauen Sie doch mal bei uns in die Playlist, da finden Sie noch viele weitere spannende Videos, einerseits zum Thema VW, andererseits zum Thema Widerrufen.